Scheiße. Da ich immer eingeloggt bin von morgens bis abends. 9. Ich würde sagen, vielleicht 2 Stunden, weil ich das auch in Arbeit mache. Ist ja sehr fragmentiert. Wahrscheinlich in Summe mehr als man denkt. Wahrscheinlich schnell dann noch eine Stunde. Stunde am Tag? Ja, könnte sein. 1,5 bis 2,5. Circa 8. Ich würde mal sagen, 3 Stunden. Schätzungsweise 1,5. 0. Interessant, warum nicht? Ich hatte bisher nicht das Bedürfnis, bei Facebook oder Twitter oder so aktiv zu sein. Ich würde vermuten, auf Twitter ungefähr 2, auf Facebook weniger, vielleicht 10 Minuten. Oh, ich vermute mal mindestens 5 Stunden täglich. Alles. Twitter, Facebook, Instagram. Ich bin ein Junkie, glaube ich. Ein bis zwei Stunden. Ah, gute Frage. Online vielleicht 20 Minuten oder 10 Minuten. Ganz normale Tageszeitung in Papierform gar nicht? Kann nicht. Like the actual print newspapers? Yes. Not at all. Da mein Zeitungsabo ausgelaufen ist, momentan eigentlich gar nicht. 20 Minuten. Gar nicht. Klassische Papierzeitung. Pro Tag. 1 Stunde. 5 Minuten. ungefähr 1 Stunde. Mindestens 3 Stunden, glaube ich. Das ist ziemlich viel internationale Presse. Oh, Papierzeitung nutze ich nur noch, um meine feuchten Schuhe auszustopfen. Null. Fernseher, ich gucke nicht, aber Movies und so. Maybe an hour. Gar nicht. Ja, also Nachrichten. Ja, halbe, dreiviertel Stunde. Nur samstags Bundesliga. Oh, ganz wenig. Würde ich sagen, eine halbe Stunde. Null. Anderthalb ungefähr im Schnitt. Gar nicht. Oh, das ist gar nicht so wenig, glaube ich. Also bestimmt mal so 2-3 Stunden. Da ich selber für etablierte Medien arbeite, natürlich gar nicht. Wir ergänzen uns. Okay, kannst du ganz kurz erklären, wie die sich ergänzen? In welchen Prinzipien oder welchen... Das ist jetzt bestimmt ein bisschen eine Oldschool-Antwort, aber ich glaube, wir nutzen sie als Ausspielkanal, aber da gibt es auch sicher... kann man sich auch anders sehen. Ja, ich glaube. Yeah, absolutely. Okay, can you explain how? Well, these social platforms are controlling the flow of content and information, so... It's built into the algorithms. Ich glaube, ich bin da relativ konservativ. Finde, dass die etablierten Medien doch oft noch die großen Dinge, die wirklich einen Impact haben, irgendwie auf die Agenda setzen. Oder auch da dann die Kommentare haben. Irgendwie, die hängen aber vielleicht damit zusammen, dass ich irgendwie aus der Blogwelt rausgerutscht bin und es auf Twitter und Facebook irgendwie nie so in die Tiefe geht. Nee, noch nicht. Aber sie müssen halt genauso überall mitmischen, auch dort. Sehr stark. Kannst du erklären, wie? Naja, also digitale Medien haben irgendwie den Publisher-Anspruch verloren. Heutzutage lesen Leute irgendwas auf Facebook und ihnen ist egal, wo es herkommt. Ich würde einfach sagen, die sozialen Medien sind wesentlich schneller. Also das ist klar. Nein, das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil ich andere Menschen beobachte, die diese Medien immer noch frequentiert nutzen. Ich glaube, sie haben sie teilweise selbst abgegeben. Aber es ist schon der Trend zu erkennen, ja. Das ist
sehr weit, weil Facebook, Twitter und Co. mittlerweile viel stärker als das Internet wahrgenommen werden von vielen jungen Menschen, als die weitreichenden Möglichkeiten, die das Internet eigentlich mal geboten hat. Das glaube ich eigentlich nicht, weil wir ja immer noch sehen, dass ganz viele Leute nach wie vor die Tagesschau gucken, nach wie vor auch Zeitungen lesen, auch wenn weniger als früher, aber dass zumindest die auch online bekannte Marken nutzen und da auch großes Vertrauen haben. Deutungshoheit, ich glaube, dass unser Diskurs oder der gesellschaftliche Diskurs einfach vielfältiger geworden ist. Das heißt, es können eben auch Menschen mit bestimmten Meinungen mehr Gehör bekommen im Netz, als es vielleicht früher bei den klassischen Medien der Fall war. Aber soweit, dass sie gar keine Rolle mehr spielen, die klassischen Medien, ist, glaube ich, noch nicht, Gott sei Dank.